Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Live aus dem Sierra Madre. Na gut, nicht ganz live, das ist natürlich hier eine Aufzeichnung. Aber wir befinden uns im Sierra Madre und haben in der letzten Folge Dean gefunden und geklärt. Und ja, jetzt haben wir es, jetzt müssen wir uns um Alicia, um Christine kümmern, die, so wie ich Dean verstanden habe, vermutlich die Stimme von Vera besitzt. Und wir damit in eine Vault kommen, die sich unter dem Casino befindet. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Warum hat er den Kopf nicht verloren? Wo ist die Rübe? Ist mir doch egal. Boah, jetzt steht er auf, ne? Ja, ist er aufgestanden. Super. Ich brenne und der Vogel steht auf. Na gut, dass ich hart wie Kruppstahl bin. Gibt's nicht. Alter, Kopf weg! Na, endlich! Meine Herren Gesangsverein. Das hat jetzt ja gedauert, bis ich den Kopf entfernt habe. Na gut, der hat sich von selber erledigt, alles klar. So, ich guck mich mal hier oben ein bisschen um. Restroom. Erotus Sierra Madre Casino. War ich hier oben schon drin? Ja, stimmt, da geht's durch die Hintertür in das Restaurant. Alles klar. Und Restroom ist doch hier Toilette, ne? Hatte einen kleinen Übersetzungsdefizit in meinem Kopf. So, unser nächstes Ziel scheint die Suits zu sein. Ich glaube, die Vögel da unten lasse ich erstmal links liegen, oder? Und nicht, dass es gleich noch mehr werden, ne? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Na komm. Ich habe auch keine Lust, dass es gleich mehr werden. Ja, ich bin ein richtiger Held mit dem Revolver. Ich treffe ja quasi gar nicht. Bumm, Kopf weg. Es sind ja nur zwei. So, nachladen. VATS. Das muss ja nur den Kopf zerkrüppeln. Ich kann doch nicht zielen mit dem Ding. Das ist echt erstaunlich. Da brauche ich 100 Schüsse, ey, und ich kann mit dem Ding nicht zielen. Naja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Ordnung ins Chaos gebracht. Das war eigentlich hier hinten. Ach, da ging es ins Theater, ne? Nee. Was ist hier hinten nochmal? Restrooms. Büro. Bin verwirrt. Ach, guck mal hier. Den können wir mal hier. Autodoc, verkrüppelten Körperteile heilen. Okay. Jetzt weiß ich aber, dass ich hier auf jeden Fall schon mal war. Stimmt. Und dann geht's hier rum. Da ist das Ding. Und dann geht's hier runter und dann wieder raus. Ha. Genau. Hier geht's noch in den Oberbereich.
Hier ist so ein Vogel. Da bin ich hier unten. Geht's doch mal in die Kasse. Das könnte ich mal eben machen. Dieses Hologramm hier. Sierra Madre gegen Vorkriegsgeld. Nee. Mal voll nicht. So rum. Ähm. 100 Chips für 100 Vorkriegsscheine. Genau, so sieht's aus. 299 hatte ich doch, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich versuche es einfach nochmal mit 100 und dann gucke ich mal nach. Nee. Das andere geht in 5er Schritten. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv drauf. Das wäre alles Dankeschön. War ich hier drin? Ja, der ist leer. Den habe ich mir schon angeguckt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt geht's wieder zurück. Den ganzen Weg. Genau, und hier ging es dann wieder raus. Ha! Ich habe Montierungssinn wie ein Schnitzel. So, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal in die Suiten. Ich mache mal hier den Speichermann. Als ob der nicht selber jetzt gespeichert hätte, während ich hier durchgehe. Aber sicher ist sicher. Finde die Stumme und kümmere dich um sie. Sie muss irgendwo hier auf dieser Etage sein. In diesem Geschoss wimmelt es vor Sendersignaturen. Vorsicht vor den Hologrammen. Wenn das der ist, der ich denke, dann... Hier ist Christine genesen. Bin in einem Alte-Welt-Hotelzimmer, erstklassig. Zwei Zimmer, Türen sind zu. Alle Türen sind verriegelt, die Sicherheit ist aktiv. Und auf der ganzen Etage tauchen Emittersignale auf. Ich tue, was ich von hier aus kann. Auf der Etage gibt es Hologrammsicherheit. Nicht die neueste Technik. Sichtfeldanvisierung. Primitiv. Bekannt. Hm. Ich höre sie. Notausgang erfordert Schlüssel. Es piepst. Erfordert Schlüssel. Eine Stange Zigaretten. Erfordert keinen Schlüssel. Zwei große Vasen. Das hört sich aber ein bisschen. So leid. Ich hätte dir vertrauen sollen. Das hört sich aber eher robotisch an. Ich kam von so weit weg, um hier zu sein. Jetzt will ich nur noch weg. Bitte. Lass mich gehen. Sinclair? Sinclair? Ich bin gefangen. Bitte, oh Gott. Das Sicherheitssystem lässt mich nicht raus. Sie halten mich hier fest. Die Türen, sie sind versiegelt. Ich kann die anderen Gäste hören. Sie schreien danach herausgelassen. Ah! Leck mich am Arsch! Hilfe! Alter Schwede! Das Sicherheitssystem lässt mich nicht raus. Sie halten mich hier fest. Alter, die ist das Sicherheitssystem? Boah, wat ein Arsch. Wat ein Arsch. Frech. Echt frech. Muss ich echt aufpassen. Sie ist das Sicherheitssystem, wie mir scheint. Okay. Sinclair, bist du es? Sinclair?
Sinclair? Ich bin gefangen. Nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht Sinclair. Das Sicherheitssystem lässt mich nicht raus. Sie halten mich hier fest. Ich muss echt höllisch aufpassen. Sie sind versiegelt. Ich kann die anderen Gäste hören. Sie schreien danach herausgelassen. Brille. Kann hier schlafen? Nee, ne? Muss da irgendwo ein Hologrammprojektor sein, oder? So, was haben wir hier? Da ist das Hologramm von Vera, das greift mich an. Das ist ja echt frech. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das lockt auch noch so, ne? Das macht einen auch so harmlos. Eine Laserpistole. Stimpaks. Hier am Matrix ist Vorkriegsgeld, okay. Eine Kommode. Die Tür, sie sind versiegelt. Ich kann die anderen Gäste hören. Sie schreien danach herausgelassen. Bloß. Badezimmer hat auch immer schöne Sachen, ne? Kennen wir ja mittlerweile. Aber einen Rebound brauche ich nicht. Sinclair, bist du es? Weil es ist schon gruselig, ne? Vor allem, dass sie dann auf dich losgeht. Keiner so genau. Warum? Wir bezahlen alle für das, was wir getan haben. Es tut mir so leid, Sinclair. So leid. Schreibtisch. Ich hätte dir vertrauen sollen. Ich kann. Ja, haben wir aber nicht. Hier zu sein. Jetzt will ich nur noch weg. Ja. Bitte. Kann ich mir vorstellen. Lass mich gehen. Sinclair. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich werde immer noch vom holographischen System aufgenommen. Losgelassen. Macht ja nix. Boah, ist das gruselig, ey. Ich hab richtig Bammel gerade, weil ich nicht weiß, was mir denn da als nächstes um die Ohren springt. Hätte Fahrradkette. Hasse aber nicht. Oh. Ja, ich bin gerade sehr still, weil ich es echt gerade gruselig finde und leicht spannend. Wo ist denn dieser scheiß Piepsgerät? Gänsehaut, so ein bisschen. Losgelassen. Ich glaube, das befindet sich hier, das Pieper-Ding. Oh. Ach ne, das sah gerade aus, als wäre hier Frischluft. Ne, ist es aber nicht. Es ist einfach nur ein Stück Stein. Ich dachte, das wäre ein Blick nach draußen. Ich kam von so weit weg, um hier zu sein. Jetzt will ich nur noch weg. Ach, was ist denn hier der Piepser, ey? Telefon? Nein. 18 Sierra Matrix Chips. Acht Stück. Haarklammern. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was hier piept. Also entweder bin ich blind oder... Ich finde nichts, was hier piepen könnte. Oh, ich riskiere gerade meinen Arsch. Das war ganz schön knapp.
Oh Mann, ja, ich gehe mal lieber hier weiter. Muss ja immer noch die Christine finden. Dem Sicherheitsprogramm. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Eine Schachtel Zigaretten. Ja, ich könnte jetzt meine Knarre benutzen, aber wird mir letztendlich auch nichts bringen. Genau, ich bleib erstmal entspannt stehen. So, was haben wir hier? Was? Ich habe einen Mob umgeschmissen, ach du Scheiße. Dietrich und du? Die H-Klammer, dein Freund. Wenn man vom Teufel spricht. So, Duct Tape. Aber nichts wirklich Unmengen Brauchbares. Die Waschküche piept. Warum piept die Waschküche? Da liegt ein Zettel. Selbst ist der Mann. Gucken wir einmal hier in den Monitor rein. Okay. Monster. Monster ist immer gut. Monster ist nicht immer gut. Founded. Nein, auch nicht. Conquer. Nein. Again, please. Ja, bla bla bla. Komm, gib Gas. Packing. Packing. Klar. Packing. So, Korridor-Lautsprecher abschalten. Danke. Ich lade das Hologramm-Schnitzel herunter. ja, genau. Ich lade ein Hologramm-Schnitzel herunter. Rezept herunter, super. Super, super erhitztes Messer. Geil. Geil. Ein kosmisches Messer, eine Zündflamme, eine Herdplatte. Irgendwas, um das verdammte Ding festzuhalten und es gleichmäßig zu erhitzen. Ofen auf 230 Grad vorheizen, ein Messer nehmen und auf den Herd liegen lassen. 5 Minuten köcheln lassen, Messer beim Glühen zusehen. Messer auf den Tisch legen, Tisch schmilzt, Wissenschaftler. Was? Die das verdammte Ding erfunden haben, verklagen, dem Militär übergeben. Sehr interessant, sehr cool. Geil, soll ich mir das Ding mal bauen? Soll ich das mal machen? Ich brauche eine Herdplatte. Einen Ofen brauche ich, ne? Habe ich den nicht gerade ausgeschaltet? Sehr geil. Notfalltür verriegeln, überbrücken, ja sicher. Notfall protokollieren. Wahrscheinlich verpeile ich die ganze Zeit irgendwelche geilen Informationen, aber naja. Das brauche ich alles nicht. Das Gepiepe geht mir auf tierisch auf Eier. Habe ich das Rezept jetzt gespeichert? Ich guck mal eben nach. Das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Rezept. Super heißes Messer. Geil. Cool, cool, cool. Ich hatte doch hier irgendwas noch. Mit den Schnipseln. Nicht Schnitzeln, Schnipsel. Petituden. Eine Kopie von Vera Kies Petitur. Erhält mehrere Notizen an den Seiten. Am meisten handelt es von einer Melodie. Besten, die brauche ich wahrscheinlich gleich. Begin again, let go. Heißt nicht let's go? Ich weiß es nicht. Egal. Diese Schnipsel. Wahrscheinlich eher uninteressant. Auf jeden Fall geil. Könnt ihr jetzt hier erstmal herstellen. Recyceln, kleine Energie, Mikrofusionszelle könnte ich alles recyceln. Überladung könnte ich alles recyceln. Ich könnte auch Super Stimpaks machen. Ich weiß aber nicht wie viele. Nein. Einen mit Super Stimpak auch. Guck mal hier. Super Stimpak Autotransfusion. Geil, ich möchte dieses Messer machen. Da habe ich jetzt totales Interesse dran. Oh, ein Schlüssel.
Ping. Schlüssel verwenden. Wo sind wir? Die Tür ist offen, gut. Und da wollten wir ja, glaube ich, auch hin. Hier ist nochmals. Okay, da ist die Küche vergiftet, aber ich weiß, wo ich noch eine Küche finde. Also, das Thema ist noch nicht durch, meine Freunde. So, nochmal den hier. Okay. Hier spricht sie wieder. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich aber erst in... Oh, ich habe hier ganz übersehen. Persönliche Truhe. Na, bringt ja was. Naja, auf jeden Fall bringt mir das mehr, wenn ich das in der nächsten Folge weitermache, denn die Zeit ist schon wieder um. Ich bin total neugierig und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, sag ich. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye.